Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Hürzdom, Düdetlef und Arena ist scheiße. Zweimal gespielt, zweimal Niederlage. Was will man mehr? Noch eine dritte Niederlage wäre schön. Dann wären nämlich endlich diese wunderschönen Karten nämlich vorbei. Ich werde auch keinen Druiden mehr nehmen. Für die Arena, habe ich jetzt festgestellt. Krieger oder Magier? Das sind die beiden Alternativen. Vielleicht mal eine andere irgendwann später, ne? Aber so in den nächsten zwei Arenen werden es auf jeden Fall erstmal ein Krieger werden und danach ein Magier. Habe ich deutlich bessere Erfahrungen gemacht und ja. So wie es hier im Moment ist, das kannst du nicht spielen, ey. Weltklasse. Weltklasse. Genau zweimal mal der Wildnis, das wollte ich. Juhu, noch eine Siemer hinterher. Läuft. Grüße. Läuft, es läuft. Wir haben einen Run. Wir haben einen Run, dass wir gleich aufhören können mit der Arena. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das freut mich. Keile wird uns jetzt nämlich aus dem Leben treten. Machen wir schon mal das Tor zu, oder? Du kommst hier nicht raus. Ja, der Blüte, ja. Die machen wir in der nächsten Runde noch. Für die Wildnis. Das war's. Ich habe, glaube ich, gedacht, dass ich auf Jade spiele. Oder auf Jade-Karten habe ich damals gegangen, wo ich das zusammengestellt habe. Ich glaube auf Jade-Karten. Und ich habe ganze 4 Stück bekommen oder so. Geht. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Aber so, ich glaube, es war keine schlaue Idee, auf Jade-Karten zu gehen. Wobei ich nicht so richtig wusste, auf was ich bei dem Druiden setzen soll. Das nicht Jade ist halt, ne? Halt immer so ein bisschen das Problem. Da haben wir schon mal sein Geheimnis rausgelockt. Besser das Geheimnis so, als das zum Beispiel hier. Der Kristallklau, den würde ich eigentlich gerne einsetzen. Der kann uns nämlich eigentlich die Vorteile erschaffen, wo ich gedacht habe, okay, da könnte man sogar gewinnen an der Stelle. Weil es eine sehr starke Karte ist. Ne? Aber wir kommen ja gar nicht dazu irgendwie. Tja, es war natürlich ein bisschen lucky, sonst hätte er den nicht spielen können. Hat der Morlock-Deck zusammengestellt? Will mich verarschen. Er will mich verarschen, oder? Hat er kein Morlock-Deck zusammengestellt, oder? Magier. Wie lucky wird das denn? Aber so schlecht sieht es trotzdem nicht aus. Okay. Warum hat er den denn auch schon wieder? Der Fori hatte den schon, der hat jetzt den. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist, glaube ich, ein Trade, den ich eingehen werde, oder? Das ist, glaube ich, ein Trade, den ich eingehen werde. Hoffentlich kann er den nicht direkt verwandeln oder irgendwas, weil es ist ja auch noch ein Magier-Deck, ne? Dementsprechend könnte er so eine Karte haben. Das wäre natürlich jetzt mein direkter Tod, dann könnte ich sagen. Ja,
Ja gut, können wir direkt aufhören, ne? Eins für den Boss, zwei für mich. Okay. Das ist eigentlich eine 1-1. Er hätte jedes Mal 1-1. Wenn ein Diener mit Kampfschrei herbeiruft, solange er diese Karte auf der Hand hat. Okay. Er hat von Anfang an oft hat, ja, wie es aussieht. Die ist ganz schön stark geworden. Will er nicht traden, ne? Will er tatsächlich nicht. Was irgendwie schade ist, muss ich sagen. Für die Wildnis. Ich bin auch verstört. Falkenzähne. Das war's. Siemer-Karte. Nicht schon wieder. Oh. Sucht ihr noch Karten? Wie lucky er ist, ey, ehrlich. Jetzt hätte ich den anderen haben müssen. Scheiße. Das war ein Fehlgriff gerade, dass ich den hier nochmal. Okay. Hat er davon noch welche? Mit einem Leben, ey. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ja. Das habe ich mir gedacht. Dann noch ein Feuerball hinterher. So lucky. Ah, und der hat Pech. Shit, ey, er hat Pech. Aber er hatte schon Luck, dass er meine Karte bekommen hat, ne? Jetzt konnte er sich für 6 heilen, hat eine 1 gekriegt, okay. Finde ich auch in Ordnung. Das ist die schlechteste Karte, die du in dem Bereich nehmen kannst, einfach. Er hat aber auch gute Karten, ne? Es ist einfach zum Kotzen. Zum Glück kann er nichts einsetzen, ey. Das heißt, seine Verteidigung ist gleich weg. Jetzt würde mich mal interessieren, ob das bei dem Kristallklau tatsächlich so ist, weil ich kriege ja hier eigentlich, erhaltet einen leeren Mana-Kristall für jeden befreundeten Diener.
So, aber wenn ich schon alle habe, ich nicht bereit. Krieg ich dann irgendeinen anderen Luxus? Das würde mich interessieren. Geheimnis später noch, okay. Finde ich persönlich jetzt zum Glück nicht so schlimm. Das ist auch so eine richtige Dreckskarte. Wo kommt die denn auf einmal her? Eure anderen Morlocks haben einen Angriff? Ja, ein paar Morlocks habe ich, glaube ich, auf der Hand. Muss man natürlich ein bisschen Glück haben, was für Karten kommen, ne? Alter, er kriegt aber auch die riesen Ficker vom Herrn auf der Hand, ey. Jetzt dreimal, ja, den ziehen, dann den kopieren und den da. Das ist einfach zum Kotzen, ey. Es ist wirklich, man muss ehrlich sagen, mit dem Deck kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Na, das ist so wirklich, Gott kommt runter und fragt. Und was willst du für ein Deck haben? Richtig geil oder Mittelmaß? Willst du irgendwie was Überraschendes haben? Nee, richtig scheiße. Pack da richtig schön Scheißkarten rein. Den Dreck. Diese Arena, ja, die haken wir ab. Die ist nicht mehr da. Und, oh, schön, und Guru. Das machen wir natürlich auch auf, im Großen und Ganzen. Es hat sich ja dann hinten raus trotzdem gelohnt, weil wir das bezahlt haben, was wir bekommen haben zum Schluss. Von daher, shit happens, ne? Aber die Arena, die war einfach nur anstrengend, ne? Oh, der ist gut. Der Teerfürst. Den finde ich gut. Mutiert eure Diener, ja, okay, aber finde ich persönlich jetzt nicht so mega stark, ne? Bin ich da ein befreundet. Diener und mutiert zweimal. Das ist ganz geil. Golden und selten. Golden und selten. Mischt einen Raptor. Oh, das ist eine schöne Karte. 1, 2, 1 und dann hier noch dieses Todesröcheln hier dran.
Nett? Nett? Nehmen wir mit? Nehmen wir mit? Schön, dass ihr dabei wart. Arena ist vorbei. Die nächste Arena wird bald starten. Das heißt, da werden wir aber zusammen das Deck zusammenstellen. Das war jetzt irgendwie ungünstig. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich glaube, ich habe mal eine Aufnahme gemacht. Da habe ich das Deck zusammengestellt. Dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe gar keinen Ton an. Ich glaube, so war das. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann spielt die Arena irgendwie so nebenbei. Ich bin aber nie dazu gekommen und hatte eigentlich auch keinen Bock auf die Karten. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe, dann spielen wir es halt zusammen und dann beißen wir uns da irgendwo durch. Und das haben wir ja dann auch gemacht und ja, ein bisschen belohnt wurden wir schon. Ein bisschen Spaß war auch dabei, auch wenn einfach die Karten nicht mehr hergegeben haben. Danke ich euch, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübel, Detlef and Friends und heute wieder dabei. Ihr, my friends, bei Hearthstone. Und wir gehen wieder in die Arena rein. Das kaufen wir uns natürlich. Wir wählen unsere Klasse. Ich habe gesagt, das nächste Mal spielen wir Magier oder Krieger. Sind beide nicht dabei, ne? Also Schurke habe ich keinen Bock drauf, Priester habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Deswegen wird es der Paladin sein. Alter, was ist das denn für eine mächtige Karte? Die muss ich mitnehmen. Die klappt einfach alles aus dem Leben. Hier ist eher so eine Elementarkarte. Ja, komm, wir nehmen mal so eine Schadenskarte mit. Auf die Kopie 1-1-1 zu für den Diener in eurem Deck herbei. Der Ende eures Zuges einen Diener aus eurem Deck auf das Feld. Ah, das war der. Der war auch geil, genau. Ja, die ist zum Anfang ganz geil, ne? Das ist so eine kleine Karte. Den finde ich eigentlich auch gut, der Barnes. Aber die beiden, die kommen halt nicht an diese ran. Die finde ich nochmal deutlich mächtiger. Verleiht einem Diener 2-2, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Nehmen wir mit. Ein geiles Portal nehmen wir mit. Jedes Mal ein Leben, wenn ihr ein Zauber wirkt. Ich gehe eher weniger auf Zauber. Portal der Silbermond. Nochmal Portal. Eigentlich eher nicht. Ich will eigentlich Diener haben. Vorher mal bei dem Druiden in der Arena habe ich so viele Zauber gehabt, teilweise. Setzt Angriff und Leben eines Dieners auf 10. Verursacht 8 Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird. Naja, das ist so eine Clean-Karte. Damit können wir den, zerstört die Waffe eures Gegners, erhaltet ihren Angriff entsprechend eurer Rüstung. Auch ganz cool eigentlich. Die ist auch mächtig. Die ist auch sehr, sehr mächtig. Aber wenn du keinen Diener auf der Hand hast, keinen Diener auf dem Feld hast, dann stimmt gar nicht. Ich kann ja einen rufen zum Schluss. Ich kann ja einen von der silbernen Hand 1-1 rufen. Und dann haust du die Scheiße hier drauf. Nehmen wir mit. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Onyxia. Ruft Welblinge 1-1 herbei, bis eure Seite voll ist. Gebt eurem Gegner 2 Bananen. Jedes Mal, wenn dieser Diener angreift, ziehen beide Spieler Karten, bis sie 3 haben. Also das finde ich kacke, das beteiligt uns beide. Also das hier mit 3-5-5 finde ich auch ganz geil. In Kombination gut gibt es den 2 Bananen. Finde ich eigentlich persönlich nicht ganz so schlimm. Onyxia ist natürlich cool, aber bis jetzt gehe ich nur auf Richtung Endgame, ne? Wenn ein befreundeter Diener stirbt, kehrt auf eure Hand zurück. Ja, nehmen wir mit. Ja,
wir hätten ja einen, ne? Aber jetzt haben wir halt keine Morlocks. Wir gehen erstmal so weiter. Elementar ruft einen mechanischen Drachling 2-1 herbei. Stellt 8 Leben wieder her, zieht 3 Karten, das ist auch sehr, sehr geil. Entdeckt einen Zauber und wirkt ihn auf zufällige Ziele, Ja, die ist zu tricky, die Karte. Die hat bloß 8, 5, 4 und dann kriegst du einen Zauber und dann wirkt er auch noch total zufällige Ziele. Das heißt, ein Schadenszauber auf, Schadenszauber auf meine eigenen und ein Verbesserungsbuff auf den Gegner, oder was? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Jahre haben wir schon ein paar, zwei haben wir aber auch schon ein paar. Einser und Dreier werden ganz cool noch. Aber wir haben auch noch ein bisschen Platz nach oben, ne? Deswegen nehmen wir eher welche, wo wir auch ein bisschen was ziehen. Das ist meine Dreier, auch wenn da 10-10 war. Aber wir haben im oberen Bereich haben wir so starke Karten. Das finde ich kacke, das Vieh. Ich finde es einfach kacke. Es hat 5, 8, 8, ne? Steht außer Frage. Aber fügt eurem Helden jedes Mal 3 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden, erleidet. Puh. Weiß ich nicht. Weißt du, der Gegner greift mit ganz vielen Einserkarten an und dein Held ist tot, oder was? Also. Zieht jetzt mal eine Karte, wenn dieser Diener einen Diener angreift und überlebt. Nehmen wir mit. 6 Hammer, auch nämlich noch nicht. Oh, eine Waffe. Eine goldene Waffe, die nehmen wir natürlich mit. Gerade weil es auch eine 1er ist. Der Oger ist eigentlich nicht verkehrt. Zauberschaden bringt mir nichts. Die habe ich schon. Nehmen wir den Oger mit. Ruft 5 Rekruten der silbernen Hand dabei. Dich weg, ne? Nehmen wir noch eine 1er Waffe mit? Hm. Wir haben ja eher gebaut aufs Late Game, ne? Hm. Komm. Voll reingehen hier. Der Ochsenknall. Naja, aber die Dreier. Wir brauchen noch ein paar Dreier und die ist eigentlich ganz nett. Wählt einen Diener, zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Das ist auch geil. Für den Fall, ich nehme 2 Schaden zu. Ja, 3-1. Ja, ist in Ordnung. Aber finde ich jetzt auch nicht so stark. Ja, die zum Anfang bringt ja auch nicht ganz was. Deswegen finde ich die. Die habe ich auch in meinem Deck mit drin. Beim Paladin zum Beispiel. Finde ich sehr gut. Geheimnis, wenn euer Held Schaden erleidet, wird dem feindlichen Helden ebenso viel Schaden zugefügt. Ist ja geil. Ist ja geil. Wir haben jetzt viele 1er. Wir könnten noch eine 10er mitnehmen. Dreier finde ich jetzt nicht so pralle. Wie viel haben wir denn noch? Mit der jetzt hier noch und dann noch 4. Todesröchchen verleiht einem zu viel den befreundeten Diener. Gottesschild, finde ich eigentlich ganz gut. Tauscht zu Beginn eures Zuges diesen Diener gegen einen zufälligen Diener auf eurer Hand aus. Der kann alles entscheiden. Der Mech, der Alarmbot, der kann alles entscheiden. Jetzt stell dir mal vor, ich habe Dings auf der Hand. Hier, ich habe hier so eine. Ja gut, die jetzt nicht. Das auch nicht. Aber jetzt Orga. Ne? Aufziehtypen oder hier. Die 3 Karten. Wenn du die auf der Hand hast, dann stellst du den hin und nächste Runde kriegst du die. Puh. Also das, die ist Rotz. Die ist ganz geil. Ist eine coole 1er-Karte, ne? Aber der Mechbot ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich werde trotzdem die 1er nehmen.
Kann nicht angreifen, bringt mir nichts. Braucht man sowas wie Schweigen, ne? Oder halt gibt ihm Spot. Dann geht das. Vernichtet einen Piraten und erhält 1-1, okay. Bringt mir nichts. Ruft einen Teufelssaurier mit 5-5. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Zwei epische Karten drin, ne? Ich will nicht meckern. Das ist ein sehr, sehr starkes Deck. Ich glaube, dass das Mid-Game uns ein bisschen wehtut. So, First- und Late-Game ist in Ordnung. Das wird, glaube ich, gut spielbar sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hat ja ziemlich lange gedauert, das zusammenzubauen. Und wisst ihr was? Trotzdem spielen wir natürlich die erste Runde, ne? Also das Zusammenbauen ist die eine Sache. Aber es geht hier ja natürlich um Hearthstone und da muss man Karten ausspielen. Und toi toi toi, dass es ein längeres Arena geben wird wie vorhin mal. Gut, da haben wir drei Runden haben wir geschafft, ne? Drei Runden haben wir geschafft. Was für eine Leistung. Das war schon stark. Würdiger Gegner. Okay. Uta gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das Licht gehorcht mir. Ja, die bringen mir natürlich nicht zum Anfang, ne? Das sind sehr, sehr coole Karten, aber nicht zum Anfang. Ja, das ist cool. Die Kombi ist ganz cool, ne? Spielst den. Ich grüße. Jetzt habe ich natürlich jetzt schon eine 10er auf der Hand bekommen. Die macht natürlich. Die ist totaler Unsinn, ne? Die bringt mir überhaupt nichts. Viel zu früh. Sagte er und bekam die nächste 10er, ey. Ja, die ist geil. Ich muss die mitnehmen. Ich mag die einfach. Ich habe die selber als Krieger und als Jäger nicht. Aber die ist einfach nur mega geil. Ruft alle drei Tierbegleiter. Ich muss weg. Hey Gang, hier drüben. Geil. Ich frage mich, ob... Ich werde das mitnehmen. Für die Gerechtigkeit! Ich muss weg! Nein, hätte ich mal den anderen getötet. Oh, er hat das gleiche Geheimnis gehabt wie ich. Hätte ich mal die anderen aus dem Leben gekloppt. Ach, entdeckt ein Geheimnis. Nee, ach, es wär völlig geil gewesen. Beide sind gut. Beide sind gut. Das nenne ich den schicken Anzug. Cool, Mann. Jetzt die Spiele, ey, das wäre so geil. Ich würde so feiern. Verleiht eure Waffe plus 1. Nicht mit mir. Er hat natürlich auch wieder mega Glück, was er da für eine Scheiße zusammenspielt. Was? Du bist vom Laster gefallen. Mhm.
zum Dienst. Irgendwie Rotze. Sag doch, das mit, das Mitgehen wird mir so wehtun. So eine Zauberkarte im Deck. Vielleicht kriegen wir die jetzt. Die würde, glaube ich, auch passen. Ich weiß gar nicht, 6 oder 7 kostet die. Die wäre ganz geil auf jeden Fall. Ich brauche einen Clearer, ne? Ohne Clearer wird das hier nichts, weil er macht ja jetzt auch gleich noch Schaden. 6 Schaden könnt ihr jetzt noch machen, dann wären wir bei 15 Leben. Das wäre jetzt nicht so schlimm, weil ich ja noch diese eine Karte auf der Hand habe. Er deckt natürlich die ganze Zeit diese Dreckskarten, ne? Er hat auch wahnsinniges Luck. Er hat auch so viel mit Karten entdecken, Geheimnis entdecken. Die sind super stark. Also ich finde die immer sehr, sehr geil. Und halt auch angebracht, ne? Nee, da hätte ich ja den linken genommen. Ah. Jedem wie er will, jeder wie er will. So, was haben wir da Schönes? Das ist die, glaube ich, ne? Ne, stellt 8. Ich muss ihn spielen, ne? Geht irgendwie nichts dran vorbei. Ich frage mich, ob... Was glaubst du so? Aber die hat da nichts um den Dolle W zu tun. Das wäre natürlich deprimierend, ne? Wenn er zum Beispiel sowas hat mit 4 Schaden machen oder sowas in der Richtung, dann haben wir da an der Stelle ein Problem direkt. Ja, danke. Da ist es nämlich. Jetzt wird er mit dem angreifen und mit dem Dreier. Ne, mit dem Dreier gar nichts. Nein. Oh, er geht auf Full Damage. Okay. Interessant. Puh, ich habe auch nichts, wo ich deffen kann, ne? Also ich krieg einen dazu. Ich muss sie machen. Aber was habe ich dann? Habe ich 11 Leben. Und mit dem kann ich den 3-3er töten. Das reicht nicht. Aber ich habe auch keine andere Möglichkeit, ey. Kannst du nichts machen, ne? Du kannst nichts machen. Gut gespielt. Das heißt, das Mitgeben war seins, ne? Er hat auch die Waffe schon gezogen, dann mit 7 Punkten. Ich habe zum Anfang hier die 2 Zehner auf der Hand gehabt, die natürlich totale Grütze sind, ne? Dass du die in dem Bereich bekommst. Das war ein bisschen schade, es war ein bisschen RNG-Pech. Ja, kannst du nicht viel machen, ne? Ja, verlierst halt auch mal so eine Arena mal wieder. Ihr seid es ja letzter Zeit gewohnt, auch mit mir zu verlieren, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass jetzt was Neues auf euch zukommt, dass ihr euch irgendwie umstellen müsst, dass es unangenehm ist. Wir sind dran gewöhnt zu verlieren, deswegen ist es eher schön, wenn man dann gewinnt, dann freut man sich umso mehr. Und wie gesagt, wir belohnen uns ja trotzdem, und das sage ich auch immer wieder gerne, wir belohnen uns ja am Ende immer mit einer Packung. Das finde ich persönlich ja selten.
macht eure Waffe giftig. Wuhu! Das ist frech. Das ist eine freche Karte. Ja, und deswegen ist es kein Problem. Deswegen gehen wir auch in die Arena wieder komplett befreit rein. Ohne Hintergedanken ans Verlieren, nämlich wir wollen gewinnen. Das klappt nun mal leider nicht immer. Letzter Zeit gar nicht, aber... Das ist halt so. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr dabei seid. Guckt's nächstes Mal wieder rein. Macht's gut!